Das ist Molly Catchpole. Molly ist eine junge Babysitterin aus Washington, Vereinigten Staaten. Und Molly hat eine Petition auf Change gegen die Bank von Amerika gestartet. Die Bank von Amerika ist die größte Bank der Vereinigten Staaten, so wie die Deutsche Bank. Und die Bank von Amerika hat gesagt, wir führen jetzt eine 5 $ EC-Kartengebühr ein. Und das kurz nachdem der amerikanische Steuerzahler die Banken mit Milliarden von Dollar aus der Krise geholt hat. Molly hat sich gedacht, ich finde das unfair, dass ihr das jetzt den Verbrauchern und euren Kunden zumutet, hat eine Petition auf Change gestartet, hat innerhalb von Tagen so viel Zuspruch bekommen von so vielen Verbrauchern. 100.000 haben am Ende unterschrieben. Die Geschichte wurde von den Medien aufgenommen, sie wurde von CNN interviewt, von CBS. Es wurde unglaublich viel Druck aufgebaut und nach 3 Wochen, 300.000 Unterschriften, hat die Bank of America gesagt, wir hören euch, wir führen diese Gebühr nicht ein. Und im Nachgang haben auch alle anderen Banken der Vereinigten Staaten gesagt, es wird diese Gebühr, die schon in Planung war, nicht geben. Babysitterin gegen die größte Bank der Vereinigten Staaten.